Okay, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer auf der Niemandsland. Servus Leo. Servus Karl. Hi, alles gut? Ja. Und heute müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Das Gras hinten muss noch ins Silo. Udo hat gesagt, er ist auf der Beerdigung von Sigi, ey. Ja. Hoffentlich wirft ihn das nicht aus der Bahn. Gut, ich schnapp mir einen Johnny, nimmst du den Fendt und fährst noch ein paar Bahnen. Jo, mach ich. Gut. So, Alter. Ah, schönes Teil hier. Fährst du vor? Mit. Ich muss erst mal gucken, wo der... Und der Vogel hier aufgehört hatte. Ist das Ding schon an? Oh, die Schläuche nicht dran, ey. So, jetzt. Ha, jetzt funktioniert das Ganze auch. Den kleinen Grust hier noch weg. Gut, und ab geht's. So. Alter, wir hatten die Schwart hier gezogen. Ich glaube, das war ich selber. Ey. Das ist eine Katastrophe. So, warte mal. Hoch, Ratter. Ja, ich bin's, Karl. Jo, hörst du mich? Gibt's. Ja, ich höre dich. Funk ging irgendwie wieder nicht. Du, haben wir eigentlich, ist das Feld eigentlich soweit fertig? Oder muss man da auch noch was machen? Da müssen wir nur warten, bis es wächst. Okay. Na, dann ist ja gut.
Ja, ich wollte mal wissen. Und vielleicht müssten wir hier auch mal noch ein paar Bäumchen umsägen. Die kleinen, die hier im Weg stehen. Müssen wir mal gucken. Ja. Und wir hatten ja drüber gesprochen letzte Woche, glaube ich, dass wir mal nach gucken, ob wir noch ein Feld machen. Weiß nur noch nicht wo. Ja. Wir hatten noch hier, wo wir gerade so, wo wir das Gras geschnitten haben. Okay. Also hier irgendwo. Ja, könnten wir machen. Müssten nur gucken, dass wir auch einen Bauplatz lassen für den Kuhstall irgendwann, gell? Um die Weide. Und vielleicht sollten wir uns auch mal drum bemühen, dass wir relativ zügig noch ein Heulager oder so bekommen. Weil das bräuchte man auch noch, bevor wir mit den Kühen anfangen. Wenn du gleich fertig bist, dann können wir ja mal planen, wo was hinkommt. Jo, das wäre, glaube ich, ganz geschickt. Gut, was bist du schon durch mit Schwaden? Ja, ich glaube, bei dir ist nichts mehr, oder? Nee, hier sieht gut aus. Ja, dann bin ich fertig. Kannst du mal verdichten oder so. Ich denke, Anhänger müsste auch gleich voll sein. Sieht eigentlich proppe aus. Kann ja, wenn ich ablade, dann können wir kurz mal auf den Plan gucken. Gut, passt. Dann erstmal bis gleich. Jo, bis gleich. Tschö. Tschüss. Ich bin dann tatsächlich. Vielleicht kriege ich sogar alles hier rein. Da drüben noch ein bisschen. Ich vermute fast, dass ich das nicht alles reinkriege, dass ein ganz kleines bisschen liegen bleibt. So wie es immer ist. Passt eigentlich. Wollen wir mal gucken. Ja, 30.000. Dreißigtausend. Ich hoffe mal, ich habe alles eingesammelt. Ist das jetzt leer? Nee, jetzt will nicht alles raus, ey. So, jetzt.
Gut. Leo? Jo. Ist hinten Platz? Hinten? Bist du weg? Dann fahre ich ein bisschen vor und zurück. Ja, ich bin rückwärts. Okay. Es geht vielleicht ein bisschen schneller wie mit dem. Bis 100% jetzt. Ist schon. Jo. Krass. Okay. So, gut, dann stelle ich den hier mal da drüben rein. Perfektomat. Alter, wir haben hier so ein Chaos. Gut. Perfekt. So, machen wir mal gerade. Jetzt muss ich gerade mal an die Karte ran. Jo. Wo wollen wir denn das Heulager hin? Moment, ich guck Haben. mal gerade. Was wäre denn, wenn wir hier Platz machen? Ja, hier so das Heulager ran. So. Meinst du, Auslass links, rechts? Oder so längs, dass wir hinten dran vorbeifahren können. Ich denke, das müsste eigentlich auch passen vom Platz bis zu dem Weg hier. Weißt du, dass wir Ja, ich glaube. hier am Fahrsilo nochmal eine Durchfahrt machen? Ja. Dann könnten wir vielleicht neben dran noch so einen Unterstand irgendwie hinstellen. Oder wir machen das Heulager eher hier in die Richtung. Und dann gucken wir mal, ob wir so eine größere Halle kriegen. Weil nach in die Richtung haben wir mehr Platz. Da können wir ja fast bis hier hingehen. Ja, stimmt. Ich guck mal gerade im 3D-Modeling, was da geht. Warte mal. Wenn wir das Heulager nehmen. Du, kann man gucken. Das Heulager ist so hier hin. So. Und dann einen Unterstand. Oh, weißt du was? Was? Da wird sogar der ganz große alte Unterstand würde dahin passen. Der Mit ganz große. der alte. Der mit den Holzbrettern dran. Ja. Der würde dann hinterm Heulager, wenn wir das Ende machen, würde der circa bis zum Frontlader passen gerade. Oder bis dahin, wo schon der Kies liegt vom Fahrsilo. Dann könnten wir immer noch Ah. zwischen, also hätten wir rechts von dem Unterstand eine Durchfahrmöglichkeit fürs Heulager und links den Fahrweg. Weil die große Halle, da könnte man dann wenigstens mal einen Drescher gescheit unterstellen und noch ein paar andere Sachen.
Das wäre, glaube ich, ganz geschickt. Müssen wir mal jetzt die Bäume dann, denke ich, noch voll verladen. Und dann gucken, dass wir hier Ordnung reinkriegen. Ja. Gut, dann hole ich mal den Anhänger rüber. Jo, mach das. Oder machst du hier kurz die zwei Bäume drauf? Die Stämmchen? Jo, sofort. Stelle ich gerade das hier mal weg, dass ich da auch noch einen Frontlader dran machen kann. Gewicht, ne? Ah, da ist eins. Aber er hat keins dran, hm? Dann müsste ich hier eigentlich noch irgendwo das andere Gewicht. Ah, da ist es. Alter, grün in grün, hey, ist halt auch perfekt. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Der Frontlader will nicht. Egal, guck mal, wie es geht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.